Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Legacy of the Void, die Epilog-Kampagne. Beziehungsweise die Epilog-Missionen sind ja insgesamt wie beim Prolog auch genau drei Missionen. Zwei Stück davon haben wir schon abgeschlossen. Und wir haben in der letzten Folge erlebt, wie Kerrigan zur Xel'Naga wurde und wie sie sich jetzt Amon stellen möchte und ihn ein für alle Mal besiegen möchte. Und da sehen wir auch den Ort, wo sie hingeht. Da leuchtet es ganz schön. Und ich bin echt gespannt, was uns hier jetzt bevorsteht in dieser wirklich letzten Mission von Legacy of the Void. Mit unserer letzten Essenz bricht eine neue Ewigkeit an. Der ewige Kreislauf findet ein Ende. Xel'Naga. Unsere Zeit zusammen wird immer ein Teil von mir bleiben. Liebling, ich... Ich muss jetzt los, Jim. Bring es zu Ende. Ein für alle Mal. Überschaue den Fluss der Raumzeit. Alle Pfade haben zu diesem einen Moment geführt. Ich weiß nicht, ob ich nach dem, was ich getan habe, noch eine zweite Chance verdiene. Aber dieses Universum verdient sie. Wir müssen diese Sache zu Ende bringen. Ja, und das werden wir auch tun. Was ich aber noch kurz vorher sagen wollte, ich finde diese Videosequenz von Blizzard einfach gigantisch toll. Also, nicht nur, dass das richtig gut aussehen, sondern auch, ich finde eigentlich, fast immer ist die Musik ist wirklich fast perfekt gewählt. Die Bilder an sich sind auch sehr ausdrucksstark. Also, ich finde es einfach toll. Und jetzt gehen wir doch einfach mal hin und zerstören Amon. Natürlich erst nachdem der Ladebutton durchgelaufen ist. Ja gut, der Tipp ist auch relativ offensichtlich, aber man wird sie nicht leicht besiegen lassen. Bereiten sie sich auf die finale Schlacht vor. Ja, ich glaube auch, dass es nicht einfach werden wird. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Und da ich nicht weiß, was uns erwartet, können wir uns ja schlecht wirklich darauf vorbereiten. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Wird wohl kaum mit Kerrigan alleine nur da durchlaufen. Das fände ich ein bisschen schwach für die finale Schlacht. Aber ich bin mal gespannt. Schauen wir uns gleich mal an. Deine neu entdeckte Macht
bedeutet hier nicht viel. Ich habe schon zuvor Xel'Naga bekämpft und getötet. Du bist noch niemandem wie mir begegnet. Sarah, Artanis und ich sind in Position. Und wir gehen nirgendwo hin. Keine Diskussion. Also, was ist der Plan? Amon ist von einer Energiebarriere umgeben. Seine leeren Kristalle machen ihn fast unverwundbar. Gleichzeitig sind sie auch seine Schwäche. Sie sind verwundbar, wenn sie sich von ihm wegbewegen, um sich neu aufzuladen. Wir können sie nicht allein zerstören. Hier in der Leere ist seine Macht zu groß. Ihr habt nur einen Bruchteil meiner Macht gesehen. Wir reißen die Barriere nieder und dann bringen wir es zu Ende. Dann auf zum letzten Tanz, Baby. Lass uns loslegen. Okay, legen wir los. Ah, jetzt spielen wir Zerg. Ja, wir spielen Zerg. Wir bauen gleich mal Drohnen. Ohne Ende Drohnen. So, ich was kann denn Kerrigan? Zahlen zum Strahl. Die leeren Kristalle umkreisen Amon und projizieren seine leere Barriere. Am höchsten Punkt ihres Transits bewegen sie sich über festen Boden. Genau dann müssen wir sie zerstören. Okay, die haben 4000 Hitpoints. Kerrigans Fähigkeit. Also diesen Quantumstrahl, der 1000 Schaden verursacht, kann sich selbst und verbündete Einheiten heilen und kriegt eine Teleportation. Kerrigan teleportiert sich und alle Zeigeinheiten haben einen Großfalls in einem wenigen Ort auf der Karte, der von Kriechen bedeckt ist. Okay, dann würde ich sagen, also hier haben sie auch noch die leeren Risse, müssen sollten wir auch noch zerstören. So, jetzt brauchen wir aber erstmal nochmal einen ganzen Schwung Drohnen. Und zwar hätte ich gerne nochmal ein Gebäude. So, erstmal das Ding. Extraktor. Der erste Kristall sollte bald für unsere Angriffe verwundbar sein. Meine Krieger werden in Kürze angreifen. Ja, ich bin aber noch nicht bereit dafür. So, wir haben eine Schabenhöhle, wir haben einen Brutsteinpool und das war's eigentlich. Okay. Pool, Evolutionskammer brauchen wir noch ganz dringend. Dann brauchen wir auch auf jeden Fall noch das in das Nähe. Stachelkrabbler hätte ich bitte gerne hier mal ein. Und ich kenne ein paar Larven, die ich gerne zu Zerklingen verwenden würde. So, dann hätte ich gern noch einen Schößling, den brauchen wir nämlich auch ganz gut. Und, Moment, ich hätte auch gern noch einen zweiten Schwarmstock, bei der Brutstätte. Könnten wir vielleicht mal hier hinsetzen. Oder ne, halt, Moment, wir setzen gleich mal dahin. So, greift den mal an. Bin ich mal gespannt. So, Kerrigan, einmal hier 1000 Schaden draufhauen, bitte. Okay, dann gehen wir die Einheit. Egal, weiter drauf. Heilung. Lass uns sehen, ob diese leeren Kristalle meiner neu gewonnenen Macht widerstehen können. Und zurück. Der erste Kristall wurde zerstört. Seine Barriere wird schwächer. So, ich hätte gern Schaben. Ohne Ende Schaben. Von? Nein.
dein Schicksal offenbart. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schaben. Und natürlich hätte ich gern bessere Panzer. Kann ich sonst noch irgendwas entwickeln? Kannst du Zahnstoff notieren lassen? Machen wir mal. Ansonsten. Es sieht so aus, als taucht hier gerade ein Kristall auf. Meine Jungs werden sich darum kümmern. Ja, das können wir aber bisher im Moment mal noch nicht machen. Sondern hier hätte ich dann Arbeiter. Und hier hätte ich gern drei Overlords, die zu unserer Versorgung beitragen. Und jetzt würde ich gern erstmal dieses Ding hier kaputt kriegen. Kann auch gern. Mein Schicksal offenbar. Es wird geschehen. So, geht mal hier hin. Ja, den Dämpfer sollen wir jetzt im Moment erstmal vorbeiziehen lassen, München. Während ich jetzt erstmal auch noch ein paar Mutalisken mache. Und die Schwarmkönigin, setzt doch bitte mal ein Gilded Morph. Haben wir hier eigentlich auch eine Schwarmkönigin? Der Oberlauf geht doch hier nach hinten. So, das bleibt das Ganze mal zu mit Kriecher. Soweit wie wir können. Setze auch gleich nochmal einen Gewittimor, während der hier so ein bisschen weiter fortbewegt. Dann nehmen wir hier mal das Gruppe 1 und nehmen die auch gleich noch mit dazu. Ich werde nicht versagen. Dann müssen wir das Ding hier mal komplett kaputt machen. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Ich kann nicht warten. Mutation abgeschlossen. Ah, sehr schön. Dann würde ich gerne. Wir brauchen im Prinzip eigentlich alles. Ich bekämpfe den Feind. Wir brauchen mehr Vespingas. Ach, wie schlecht. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Verdammt. Der Boden unter meinen Füßen bewegt sich. Zeiglinge. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Oh oh. Ach du Scheiße. Harmon hat gerade den Boden unter meiner Kommandozentrale aufgerissen. Wir sollen hier gegen so etwas kämpfen. Gute Frage. Wir müssen mehrere Basen errichten, wenn wir Harmons Angriffe überstehen wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle an der Reihe sind. Lass ihn nur kommen. Der Schwarm ist bereit. Naja. Mach erstmal diesen leeren Riss kaputt. Versagen. Und hier fahren wir dann auch nochmal bei Drohnen, während ich hier hingehe, drei Drohnen nehme. Ein weiterer Kristall wird uns bald passieren. Ich werde einige Krieger aufnehmen. Das ist Armons Werk. Er hat großen Einfluss hier in der Leere. Er wird uns auf Schritt und Tritt angreifen. Ja, aber jetzt machen wir erstmal den Lernen des Produkts. Und dann diese Konstrukte.
Oh, das kriegen wir schon hin. Das ist meine Last. Man ruft mich. So, du brauchst auf jeden Fall mal Stachelkrabbler. Und hier auch noch einen hin. Quatsch. Hier. Machen wir mal Spornkrabbler hin. Sprich mich ab. Jetzt ist Zeit für das letzte. Hier wollte ich noch hin. Terry, bin ich tot, verdammt. Damit hat er das nicht gerechnet. Es dauert verdammt lange, bis sie wieder kommt. Eine ganze Minute. Werden angegriffen. Ja, ich weiß. Mutation abgeschlossen. Kommt mal wieder zurück. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich hab dir gar nicht gefallen jetzt gerade, was da passiert ist. Aber du Drohne, du baust erstmal noch einen Sprung. Ein leeren Kristall stattet uns wieder einen Besuch ab. Raiders, helft dabei, ihn zu zerstören. Dann wir vielleicht noch einen zweiten Stachelkrabbler nebenan. Ich bin die Ewigkeit. So, Terrigan ist wieder da, das ist sehr schön. So, gleich nochmal einen schönen Schaben. Und mal noch zwei. Schwarmköniginnen und hier bauen wir nochmal Zerglinge. Dann haben wir nämlich eine etwas größere Gruppe dann zusammen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Den müssen wir auch gleich schließen. Ich kann nicht warten. Sprich mich ab.